Wir wollen uns heute gemeinsam ansehen, wie man Geometrien und Geodaten schnell und einfach erfassen kann und wie man es auch einfach veröffentlichen kann. Als Beispiel dient uns jetzt die Mobility Data Specification bzw. ein Feature der Mobility Data Specification, in der man Orte festlegen kann, an denen Roller nicht abgestellt werden dürfen und Orte, an denen die Roller bevorzugt abgestellt werden dürfen. Das Ganze lässt sich natürlich auf alles Mögliche anwenden. Wir können alle möglichen Geodaten erstellen. Das soll uns jetzt als Beispiel dienen, weil auch die Geodaten in GeoJSON abgelegt werden in der Mobility Data Specification und das auch das Format ist, was wir jetzt erzeugen werden. Nebenbei ist es auch das Format, was von Entwicklenden sehr viel benutzt wird und gern benutzt wird, solange es keine riesigen Geodaten sind. Zum Erstellen gehen wir auf geojson.io. Das ist ein Editor, mit dem man diese Geodaten eben erfassen kann. Wir haben auf der linken Seite die Karte und auf der rechten Seite die JSON-Repräsentation. Die brauchen wir nicht, deswegen blenden wir die jetzt aus. Über das Suchfeld können wir uns jetzt einfach mal einen Ort suchen, an dem wir Sachen bearbeiten wollen. Wir können ein bisschen reinzoomen mit Scrollen zum Beispiel und sehen hier den Bahnhofsvorplatz. Das ist auf dieser Karte nicht so viel zu sehen. Deswegen gibt es hier unten verschiedene Layer und in dem OpenStreetMap-Layer ist deutlich mehr Features zu sehen, die mir bei der Orientierung helfen können. Hier sehen wir, dass am Bahnhofsvorplatz eine große Baustelle ist, die auch da länger ist und dementsprechend es da sehr eng ist und wir davon ausgehen, dass wir da keine Roller parken haben wollen. Gleichzeitig können wir mal auf den Satellitenlayer wechseln, den es hier unten noch gibt. Und da sehen wir die Tücken, die Satellitenlayer haben können, die Luftbildlayer haben können, dass die Karten relativ veraltet sind und ich hier diese Baustelle nicht sehe, mich daran also nicht orientieren kann. Deswegen wechseln wir auf den OpenStreetMap-Layer zurück. Wir wollen eine Fläche anlegen. Das geht hier rechts über diese Buttons. Da kann ich einfach Geometrien zeichnen. Wir wollen jetzt ein Polygon haben und fangen erstmal grob an, die ganze Fläche zu umreißen. Wir können die Fläche sehr grob umreißen, weil die GPS-Geräte in Rollern und allgemein gar nicht mal so genau sind, wie man sich immer vorstellt. Abweichungen von 10 bis 15 Metern sind tatsächlich nicht ungewöhnlich. Wenn ich jetzt doppelt klicke, dann schließe ich die Fläche und ich hab das abgeschlossen. Das heißt, zum einen müssen wir nicht hier an der Häuserkante entlang gehen, weil das GPS sehr ungenau ist. Auf der anderen Seite heißt die Ungenauigkeit des GPS aber auch, dass Flächen, die außerhalb sind, wo ich zum Beispiel will, dass in Bahnhofsnähe schon ein Abstellplatz existiert, wie zum Beispiel hier dieser Parkplatz, ich möglicherweise ein bisschen die Geometrie anpassen muss, weil Roller, die möglicherweise hier abgestellt werden wollen, erstmal in diesem Bereich der Fläche geortet werden und der Abstellvorgang dann nicht funktioniert. Deswegen kann ich hier auf diesen Edit-Button gehen und schon ist meine Geometrie bearbeitbar und ich kann die anpassen, dass diesen Bereich um diesen Parkplatz ein wenig rausnehme. Ich sehe hier diese helleren weißen Flecken und die dunkleren. Auf den dunkleren kann ich einen weiteren Punkt hinzufügen und somit meine Fläche doch noch ein bisschen verfeinern. Dann klicken wir hier wieder auf Speichern. Ich möchte diese Daten speichern und habe dann mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel als GeoJSON. Das löst einen Download aus, diese Datei wird gespeichert und mir hier in meinem Download-Ordner abgelegt. Was noch viel schneller geht, ist das Speichern oder Hochladen zu GitHub, das Veröffentlichen auf GitHub. Das geht genauso hier über einen Button. Wenn ich das tue, sagt mir die Seite, dass ich erstmal mich authentifizieren muss mit GitHub. Das Ganze kann ich machen, indem ich hier Login klicke. Und da werde ich gefragt, okay, diese Anwendung möchte auf meinen Account zugreifen, möchte Sachen darauf veröffentlichen können. Das ist genau das, was wir machen. Wir verknüpfen GeoJSON.io mit unserem GitHub-Account.
Jetzt müssen wir nochmal unser Passwort eingeben. Wenn wir das Passwort eingegeben haben, einfach Confirm Passwort und dann werde ich weitergeleitet auf die Seite oder zurückgeleitet und werde gefragt, ob ich meine Bearbeitung vom letzten Mal fortsetzen will. Die Fortsetzung, das Wiederherstellen, hat an der Stelle nicht geklappt. Wir sehen aber, dass wir eingeloggt sind. Das ist alles nicht so schlimm, weil wir haben diese Datei ja heruntergeladen. Das heißt, wir können sie wiederherstellen. Ich ziehe mir jetzt diese Datei wieder aus den Downloads in die Seite rein und schon habe ich das wiederhergestellt. Ich blende diese Textrepräsentation wieder aus. Da ich jetzt eingeloggt bin, wie man hier sehen kann, mit meinem Benutzernamen, können wir das Ganze auf GitHub speichern. Wir sehen jetzt zum einen unseren Account. Wenn ich mehrere Organisationen hätte, würden die hier auch auftauchen und sehe hier meine Repositories. Repositories sind Projekte, die haben wir momentan nicht. Deswegen gehen wir auf github.com und erstellen unser erstes Repository. Da es um MDS-Zonen gehen soll, nennen wir das ganze Projekt auch so und ja, geben zum Beispiel noch eine Beschreibung. Das ganze Repository soll öffentlich sein. Wir können hier noch eine README-Datei anlegen. Das ist eine Datei, in der weitere Informationen zu diesem Projekt hinterlegt sind. Das können wir uns später noch angucken. Wir erzeugen die mit und sagen Create Repository. Jetzt haben wir unser Projekt unter dieser URL, also github.com/benutzername/projektname oder Repository-Name, sehen hier zum Beispiel schon unsere README-Datei, wo die Informationen, die wir eingetragen haben, auch schon erscheinen. Hier sind jetzt noch keine Geodaten drin und das holen wir jetzt genau nach. Wir gehen wieder zurück auf GeoJSON.io und klicken diese Meldung weg und probieren das nochmal. Und jetzt erscheint hier unter Stadt Entenhausen das Projekt MDS-Zonen. Hier klicke ich mich durch. Master heißt in diesem Fall, dass es sich um den Hauptzweig des Projektes handelt. Hier sehen wir auch unsere README-Datei und jetzt sagen wir hier New File und können diese Datei benennen. Und das nennen wir jetzt zum Beispiel Verbotszonen.geojson. Jetzt müssen wir noch eine Meldung angeben, was wir verändert haben, weil auf GitHub der ständige Verlauf des Projektes mit angezeigt wird und jeder kann diese Änderung verfolgen und für jede Änderung, damit sie auch schnell erkennbar ist, kann man eine Meldung hinzufügen. Wir schreiben jetzt einfach mal Verbotszonen Bahnhof hinzugefügt. So, jetzt wurde das mit dieser ID diesem Projekt hinzugefügt und wir können mal auf GitHub gehen, uns das Ganze anzeigen, klicken Aktualisieren und schon haben wir hier eine weitere Datei. Wir klicken auf diese Datei und können sehen, dass auch hier unsere Karte angezeigt wird und dieser Bereich, den wir ausgewählt haben. Wir können jetzt hier nochmal diese Repräsentation ansehen, die GeoJSON, also die wirkliche GeoJSON-Repräsentation, was im Hintergrund erstellt wurde. Und theoretisch könnten wir, wenn wir mehr als eine Änderung daran gemacht haben, hier auf History uns angucken und sehen hier Verbotszone Bahnhof hinzugefügt. Wenn wir jetzt weitere Änderungen an unserer Datei vornehmen, sagen wir editieren zum Beispiel hier, ich muss mal auf den Layer wechseln, wir editieren hier zum Beispiel rein, dass auch am Eingang der Bahnhofstraße nicht geparkt werden darf. Dann können wir hier unsere Zone vergrößern und sagen dann wieder Save nach der Bearbeitung
und können hier das wieder auf GitHub speichern, werden wieder nach dem Ort gefragt und können jetzt diese Datei wieder klicken und sagen, Bahnhofstraße hinzugefügt. Damit haben wir eine neue Version dieser Datei gespeichert und sie wurde auch auf GitHub veröffentlicht. Wir sind hier noch in der Versionsgeschichte von der Verbotszone GeoJSON drin, dürften jetzt aber nach Aktualisierung auch diese zwei Änderungen sehen. Ich kann jetzt zurück auf mein Projekt gehen und kann mir wieder die Verbotszone ansehen und sehen hier sofort, dass diese Änderung auch mit veröffentlicht wurde. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir unser Browser geschlossen haben und dieses Projekt hier nicht mehr da ist, das simulieren wir jetzt einfach mal, indem wir neu auf die Seite kommen und die Seite aktualisieren und ein leeres Projekt vorfinden, dann können wir hier über Open GitHub diesen ganzen Prozess wieder durchgehen, wie wir gespeichert haben und uns die Datei heraussuchen und die wird dann wieder von GitHub geladen, sodass ich sie wieder in unserem Editor bearbeiten kann, um sie dann erneut zu speichern und eine neue Version davon hochzuladen. Jetzt können wir uns nochmal dem README-File widmen, der Beschreibung für die Dateien. Wenn wir zurück auf unsere GitHub-Seite gehen und in das Projekt reingehen, dann gibt es ja hier die Datei README, das ist die, die gleichzeitig hier auch mit angezeigt wird. Über diesen Stift kann ich die bearbeiten. Wir sehen ein bisschen da, wo eine Raute davor ist, das ist die Überschrift. Hier können wir die nochmal etwas verbessern und schreiben MDS-Zonen von Entenhausen und können wir hier einen weiteren beschreibenden Text dazu stellen, wie zum Beispiel in der Datei Verbotszonen.geojson befinden sich Zonen, in denen Roller nicht geparkt werden dürfen. Wir können hier auch Preview klicken und sehen dann, was sich verändert hat und wie es dann aussehen wird. Wir sehen, diese Zeile wird wegfallen und wird durch diese ersetzt. Das ist auch das, was in der Historie mit gespeichert wird. Dann sagen wir noch, was wir verändert haben und sagen Beschreibung in README angepasst. Und dann klicken wir hier auf Commit, womit unsere neuen Änderungen mit in das Projekt übernommen werden.